Hey, meine Single-Cast-Schlöpfe, den Whisky-Nerds, Whisky-Grinch-Adrian hier. Ja, es ist das erste Video, das ich nach Schwetzingen aufnehme. Das letzte Video, das heute online geht, war noch auf Halde gelegen. Sorry dafür, aber irgendwie ist es immer zu busy. Jedenfalls in Schwetzingen hat mir Renato drei Whiskys in die Hand gedrückt und gesagt, mach auf und probier die. Und ich versuche mich da immer zu wehren, weil, naja, jedenfalls, wie ihr seht, wie erfolgreich ich mich gewehrt habe, jetzt sitze ich da. Heute auf der Teststrecke ist ein Basil Hayden Whisky, das ist ein Kentucky Straight Bourbon. Und ich habe jetzt tatsächlich eine ganze Weile nach der Flasche gesucht im Internet, ob das was super Besonderes ist. Ich kenne mich nicht so toll aus mit Kentucky Bourbon. Ich bilde mir aber ein, Basil war... Ich glaube, der Jim Beam Clan. Ich weiß jetzt nicht, ob das aus der Jim Beam Distille kommt und dann einfach die das selber abfüllen oder ob die da mehrere Marken drunter haben. Jedenfalls habe ich relativ lang eben gesucht, weil normalerweise geht hier dieses Etikett irgendwie nach oben und bei dem jetzt nicht. Ich glaube aber, das ist trotzdem ein relativ okay verfügbarer Bourbon und der hat jetzt halt dieses Etikett. Also ich habe den zumindest für $50 die 750 Milliliter Flasche gefunden. Das ist jetzt hier eine 700, also eine EU-Flasche quasi, 80 Proof, 40%. Und ja, ich finde tatsächlich, ich muss sagen, also die Flasche, die macht schon was her. Also die haben da viel Shishi mit drauf gemacht. Sieht man wahrscheinlich jetzt, weil das Fokus wieder auf mein hübsches Gesicht ist, nicht so viel von der Flasche, aber ja, Marketing funktioniert gut. Auch hier, ja, mein Korken ist auch irgendwie was Besonderes. Nun gut. So viel dazu. Hat keine Altersangabe drauf. Also es gibt von denen auch 8-jährig, 10-jährig, Single Cask und so weiter. Peat und so Zeugs habe ich zumindest auf der Base beim Drüberfliegen gefunden. Ich wollte jetzt aber auch nicht. Also die Flasche hier habe ich zumindest nicht genau gefunden. Was wohl dran liegen kann, Himmel, Arsch und Zwirn. Ja, dass sich da nicht jeder die Mühe macht, jede Flasche immer einzupflegen. Wenn ich mich noch ein bisschen weiter anstelle, habt ihr gleich einen Schnitt im Video, weil ich es nicht auf den Strahl kriege, dieses Drecks. Ja, oh Mann, ey. Wahrscheinlich werde ich jetzt trotzdem von der GEMA angezeigt, weil ich die MacGyver 7 zwei Sekunden gesummt habe. So. Keine Ahnung, wie lange er das... Ich glaube, er hat alle drei Flaschen, die er mir mitgegeben hat, auf Messen gekauft. Also könnten die gut und gerne... ja, zwei, drei Jährchen jetzt bei ihm im Keller gestanden haben, weil, ja, wir hatten da so ein Thema, das ein paar Whisky-Messen verhindert hat. Ja, erste Nase war auf jeden Fall dieser Vanille-Klever-Note. Ich muss aber auch sagen, ich habe das lange nicht mehr gerochen in diese Kerbe und ich mag den Blendens. Es muss noch nicht mal der Single Cask sein. Es gab so einen mit so einem fleischfarbenen Etikett. Ich glaube, das war einfach nur Blendens Gold. Also nur. Den hat man 2018 noch für 40 Euro gekriegt hin und wieder. Und ich glaube, jetzt steht er stabil bei 80 Euro. Und das war halt vorher der Preis für einen Single Cask. Und er hier ist nicht ganz so erhaben in der Nase wie der Blenden. Oder würzig. Aber das kann jetzt auch nur so eine, wie soll ich sagen, vielleicht überhebe ich den Blenden. Das ist einfach schon eine Weile her und ich fand den damals geil. Und das war tatsächlich für mich so, viele Nicht-Whisky-Trinker, die da interessiert waren, den habe ich dann Jackie Nummer 7 eingeschenkt und eben den Blendens. Und auch die haben erkannt, dass es da Qualitätsunterschiede gibt. Ja, Nase, würzig, holzig, leicht wärmend. Alkohol ist, wenn man davon... ist gut eingebunden, also der ist auf der Nase
nicht zu, also kitzelt nichts, zieht nichts. Und es ist halt, ja, also typisch Vanille, ganz zart hat man noch so eine, ja, zwischen grün und gelb eine Banane vielleicht. Aber so früchtemäßig kommt nichts. Es ist tatsächlich eher so ein bisschen würzig. Ich hatte kurz die Idee, dass da eine Nelke steckt. Vielleicht ein bisschen Zimt. So, bin jetzt nochmal unseren schönen Snifter. Und dann werde ich ihm auch ein bisschen Zeit zum Atmen geben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ja, ich habe die Wartezeit des Tropfens eine ganze Weile genutzt, um jetzt zu googeln, nicht, dass ich ihm Unrecht tue, weil auf der Flasche steht hier oben oder hier am Rand entlang Small Batch. Die meisten Flaschen, die ich finde, die haben die Notiz nicht drauf. Also vielleicht tue ich jetzt in der Sondereditionsflasche total Unrecht, wenn ich den mit reinhaue. Aber ich habe genau dieses Aussehen in USA für 50 US-Dollar gefunden, weil man kann 12er kartonweise bestellen. Oh, okay, also die Nase ist, ich denke aber, der Snifter hilft ihm, ein schöner amerikanischer Bourbon. Also ich habe jetzt Blenden schon gesagt. In die Richtung geht er auf jeden Fall und ich fand Blenden saugut. Also für mich, wie soll ich sagen, Eagle Rare zum Beispiel deklassiert. Ja, also den Nass, ja, den ich weiß nicht was, nee, Eagle Rare war 10 Jahre, den 17-Jährigen habe ich nur ein Mini-Sample probiert, der war natürlich auch gut, aber für mich ist es tatsächlich, die Amis haben, wenn sie älter werden, ein Holzproblem. Ja, auch er hier, würzig, Vanille, Zimt ist jetzt stärker geworden, also keine Nelke, eher Zimt. Klebernote geht so, aber ich bin da auch, ich probiere halt zu wenig von der Sorte. Ich kann es nicht so super differenzieren, also auf welchem Klebernote Level das ist. Genauso wie ich bei Rums nicht, Rums, er hat Rums gesagt, diese komische Note, also bei Rums gibt es ja genau wie Peat per Million, gibt es bei Rum auch irgendeine Angabe und die kann ich auch schwer auseinander differenzieren. Sobald es drin ist, ist für mich komisch. Und er hier hat schon auch eine Klebernote. Also man muss sagen, man muss da Lust drauf haben. Aber mei. So, wollen wir mal probieren? Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich habe die Flasche in die Hand gekriegt, habe mir gedacht, ah, Bourbon, cool, mal wieder einen Bourbon probieren. Und ich dachte mir bei 40%, der könnte auf der Zunge ein bisschen schwach sein. Und es ist tatsächlich so, er zieht zwar Fäden, auch im Glas, aber ich habe das Gefühl, so richtig, also irgendwas, was sich festhängt, ist nicht da. Also Mundgefühl sehr, sehr, sehr dünn. Und er ist auch, wie soll ich sagen, Cola dazu schütten braucht man nicht. Also es ist tatsächlich ein ziemlich smoother Drinker, ja, aber schüttet keine Cola rein. Es soll ja Leute geben, die stehen da drauf und Eis weiß ich auch nicht, braucht er nicht. Also Alkohol ist gut eingebunden, aber bei mir ist halt das Problem, das Holz. Ja. Wenig Alkohol und es lauert diese Bitterkeit im Hintergrund. Also sie ist jetzt nicht überwältigend, aber ich habe die. Ja, das ist jetzt auch das, was auf der Zunge liegen bleibt und der Rest vom Geschmack ist weg. Was sonst noch war, ja, die leichte Bananen-Vanillenote, also so ein ja, Bananasplit mit die Banane war nicht reif und das Vanilleeis war ziemlich günstig. Irgendwie so. Also ich denke, dem täten 3-6% mehr ziemlich gut. Und ich frage mich tatsächlich, also wenn ich es richtig im Kopf habe, gehören da Booker's und noch irgendwas dazu. Ja, bei uns schlagen sie die Türen im Haus. Und die kommen alle mit höheren Prozenten. Also ich bilde mir ein, irgendwas bei 50. Sogar der Jim hat 43 und er jetzt hier 40. Also das würde ihm extrem helfen. Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, ist okay. Ja, also hatte ich jetzt schlimmer erwartet bei den 40%. Ja, jetzt in der Nase noch so eine leichte Grapefruit-Note. Interessant.
Also Nase ist auf jeden Fall für mich viel, 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 viel besser als der Mund oder Gaumen. Und Abgang, auch die Bitternote ist jetzt weg, also nicht besonders lang. Also es ist schon, ich denke, ein bisschen höhere, also ein bisschen weniger Flaschen aus dem Wetting, dafür ein bisschen höhere Abfüllprozente. Das wäre für den ideal. Aber ich habe ja nichts zu sagen. In Frankfurt. Also hier, das Ding kommt aus Frankfort, Kentucky. Okay, also diese Grapefruit ist jetzt im Mund nicht da. Das war tatsächlich jetzt beim zweiten Mal, hat man schon eine stärkere Tapetenklebernote. Dafür ist aber die Vanille auch mit dabei. Also bitter jetzt beim zweiten Mal nicht so schlimm. Dafür halt, ja, Vanille-Klebernote. So, Fazit. Disclaimer, ich trinke relativ wenig Bourbon und ich habe ja auch auf meiner, wie soll ich sagen, auf dem Strahl, den ich habe, habe ich ja null amerikanische Bourbons oder generell Whiskys aus der Machart drauf. Dementsprechend, also er ist auf jeden Fall nicht so toll wie der Blendens mit dem fleischfarbenen Etikett. Aber auf jeden Fall meilenweit vor Jim, Jack und Konsorten. Ich glaube auch Knob Creek zum Beispiel oder Bullet. Da gibt es ja auch so, ich sag mal, 20 bis 30 Euro Flaschen. Da finde ich ihn besser. Also ein bisschen graziler, angemessen. Für mich aber jetzt, um beim Strahl zu bleiben, also es sind 3 von 5 Gesichtern. Aber am Anfang, also der wirklich gerade so 3 von 5. Einfach, wenn man Lust hat, einen Bourbon zu trinken, dann ist der okay. Ja, also wenn eine Teilung daherkommt, nehmt da gerne teil. Also das kann man probieren. Ist jetzt aber nichts, dass man, also ich weiß noch, der erste Blenden Single Cask, der war zu heftig. Und die sind ja auch schwankend. Und dann der zweite, der war dann wirklich, und da war es dann richtig traurig, dass die Flasche leer ist. Das jetzt nicht. Also kein super Bourbon, must have probieren. Aber für die Leute, die Scotch saufen und gerne auch mal einen amerikanischen Whisky probieren wollen, die können da zugreifen. Habe ich jetzt saufen gesagt? Wir degustieren natürlich. Ich wünsche euch was.